Was steht denn hier so Schönes? Halt. Stempeluhren. Dieser Mann ist für deine Sicherheit zuständig. Spinde 1426. Direktionsgaue. Hier saß der Obersteiger. Aber auch leergeräumt. Sieht gespenstisch aus. Zu sehen gibt. Das ist der alte Schweißtisch. Materialschränke. Ist natürlich hier alles leergeräumt, an manchen Zechen ist das halt alles noch offen. Hier ist auch was mit Schweißtechnik. Jetzt gehen wir doch ganz einfach mal ein klein wenig hier rum. Wie man hier unschwer erkennt, auch hier ist schon alles für den Abriss vorbereitet. Wir werden zwischendrin immer solche Nummern sehen. R25, R24. Das sind die Dokumentationen, in welcher Reihenfolge wahrscheinlich abgerissen wird. Denke ich jetzt mal, dann wäre das vielleicht ein Teil, der zum Schluss abgerissen wird. Aber jetzt gehen wir ganz einfach mal weiter. So, hier befinden wir uns im Eingangsbereich. Das heißt, hier sind kleine Spinde für die Mitarbeiter. Was steht denn hier so Schönes? Halt. Eingeschränkte Wandförderung, gleichzeitig EK-Transport. Ja, das sind, ich denke mal, irgendwelche Werkzeuge, die hier reingeschoben worden sind, abgestellt worden sind, so wie hier auch. Da sind noch mal kleine Fächer, sogar mit Gurt. Das heißt, ich kriege das Teil hier nicht auf, bevor ich hier keinen Gurt drücke. Stempeluhren. Handmessgeräte haben wir bestimmt zurückgegeben hier. Das ist eine Ausgabe, Geräteausgabe. Hier ist mal zu zeigen, das Bergboss richtig Betrieb gewesen. Das Schärfste, prüfe vor jeder Anfahrt deinen BKB, er kann dein Leben retten. Ja, das wird wohl ein Messgerät sein. Und hier steht, dieser Mann ist für deine Sicherheit zuständig. Und dann stellt sich der Mitarbeiter davor und sagt, jo, ich bin dafür zuständig. Hier sind noch mal ein paar Schriftzüge. Diverse Schalter. Und ich sag mal, hier sind wir wohl im Bereich, wo es dann zum Förderturm geht. Aber da gehen wir gleich mal her. Erstmal im hinteren Bereich. Na, erste Hilfekästchen ist es nicht, irgendwas anderes. Hier sind noch mehr Spinde. Diverse Nebenräume brauchen wir jetzt nicht reinzugucken. Also die Zeche, die sieht überraschenderweise noch gut aus. Umkleideraum. Gut, hier ist schon ein bisschen was abgerissen worden. Eine neue Nummer, R20. Dieses R, das wird in jeder Zeche genommen. Ich gehe mal davon aus, dass es Reihenfolge heißen soll.
So, der Betriebsrat informiert. Aha, jetzt kommen die Spinnen da. Ich gehe mal hier entlang. Also hier ist schon ziemlich viel. Decke runtergenommen worden und fein säuberlich weggepackt. Es kann durchaus sein, dass hier schon mal angefangen worden ist. So, Spinde 1425. Ja, das könnte heißen, dass so viele Mitarbeiter hier mal gearbeitet haben. Tag- und Nachtschicht. Also doppelte Menge an Personal. Ja, also ich sag mal, hier schon mal angefangen worden, irgendwas zurückzubauen. Ob das jetzt die Glaswolle ist, die immer noch ein bisschen in der Decke liegt, aber ja, oder sind dann irgendwie an irgendwelchen, es kann sein, dass da Kupferdiebe dran gewesen sind, aber die Räume, ja doch, die müssen ja die ganze Decke abräumen, wenn die einmal ein Reu runterziehen. Da muss die Decke bluten. Direktionskauer. Hier saß der Obersteiger. Jetzt habe ich meine Taschenlampe nicht am Mann. Aber noch haben wir genug Licht. Ist natürlich alles sehr gewohnt hier. Ja, wieder so eine schöne Nummer. Ja, Waschbereich, Umkleidebereich. Auch der Steiger, der muss hier sich umziehen. Hier sind noch ein paar. Ja, keine Ohrenstöpsel. Das sind. Katjes jetzt. Hier konnte irgendwas eingeschaltet werden. So. Hoppala. Was? Die Hose vom Steiger? Immer weiß. Ja. Das sind die Umkleiden, Duschen, beim Verlassen der Kaue, nach der Schicht den Spinnenschlüssel bei dem Kauenwärter abgeben. Ja, was soll sagen, alles in Ordnung. So, jetzt kommen wir in den Kauenbereich. Der auch schon sehr aufgeräumt aussieht. Körbe sind alle weg. Ja, einer hängt noch. Aber ansonsten sieht das hier schon recht trübe aus. Ja, leider nicht mehr viel zu sehen. Wir gehen noch mal hier in die Waschräume. Das heißt, es gibt ja immer einen Schwarz- und einen Weißbereich. Welcher jetzt welcher ist, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir gerade drin waren. Da sind rote Fliesen. Hier sind auch rote Fliesen, sah jetzt anders aus. Aber auch leergeräumt. Das heißt, auf der einen Seite haben sich die Bergleute von zu Hause aus umgezogen, sind dann in den Weißbereich, in den Umkleidebereich gegangen, haben sich dann da die Arbeitskleidung angezogen und haben die dann dementsprechend auf anderer Seite wieder hochgezogen. So, hier machen wir mal ein schönes Bild. Anscheinend ist das die Schwarzkau gewesen, weil hier Abwurf Tageswäsche ist. Das heißt, hier wurden die alten oder schmutzigen Arbeitsklamotten abgegeben für die Wäscherei. Ja, das sind überall diese Aufnahmen, wo die Körbe runtergelassen worden sind. Genauso wie hier. Nächste Wartung 2017. Ein Feuerlöschschlauch.
auch schon mal geräumt. Ja, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Hier hinten stand die Steigerkaue für die Vorarbeiter, denke ich mal. Ja, die haben ja immer einen extra Bereich gehabt. Auch hier alle Decken runtergeruppt. Ein verlassener Spind. So, verlassen jetzt den Kaumbereich. Wir sind hier duschen. Duschen. Okay. Sieht komisch aus, ne? Mit Bänkchen. Aber so war es doch früher gewesen. So, jetzt sind wir bei den Umkleiden. Sieht gespenstisch aus. Echt. Einige Sachen hängen noch. Hier übrigens die nächste Nummer, R28. Termine 2015, Kornreinigung. Alles geplant. So, wir gehen jetzt wieder den Weg zurück. Und wir geben uns mal dorthin, wo es zum Schacht geht. Zum Schacht, zum Turm, den man besteigen kann und oben die große Seilscheibe drehen kann. Da bin ich jetzt ganz gespannt drauf. Übrigens gerade, wo wir gekommen sind, ein Auto gesehen, was uns dann beobachtet hat, wie wir hier rein sind. Kann sein, dass wir gleich noch Besuch bekommen. Aber wenn, ist es auch nicht schlimm. Ich bin gerade mal am Überlegen, wo es hier zum Turm ging. Ich glaube, weiter geradeaus, da wo wir hergekommen sind. Ja, hier. Ein Relikt von Vandalismus. Da haben ein paar Deppen die Feuerlöscher von der Wände gerissen. Hier waren sie mal drin. Und haben hier mal schön rumgespielt. Finde ich persönlich nicht gut. Ja, da hinten wollen wir hin. Da ist der Turm. Das heißt, wir sind jetzt verkehrt gelaufen. Wir müssen hier noch ein Stückchen weiter, dass wir darüber kommen. So, jetzt sind wir wieder an der Halle. Ne, wir müssen ja nicht raus. Wir müssen ja da hinten hin. Da hinten zum Turm. Aber da hinten geht es direkt hin. Wir sind um den Turm rumgegangen und sind nicht reingekommen. Nein, ich will ja nicht raus. Pass auf, ich habe da hinten schon reingeguckt. Also, wir gehen jetzt mal quer hier durch. An die Werkstatt vorbei. Linke Seite. Das ist auch noch interessant. Materialausgabe. Und hier ist das ist eigentlich nur der Notruf. Also nichts Besonderes. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine alte Stempeluhr oder sowas in der Richtung. Hängt da drüben über Kabel. Auch nochmal. Ja, das sind hier die ganzen Geber für Ohrenstöpsel. Ja, und jetzt nehmen wir uns den Turm nochmal vorbei an diesem schönen Schild. Schauen wir mal durch die Scheibe.
mal nach oben. Ja, hier waren wir gerade schon mal. Das heißt, kurz reingeguckt. Und von hier aus geht es dann zur Arbeit. Wir stellen uns viele kleine Eimerchen. Ich denke mal, dass das irgendwelche Rheinkies, Fürst Leopold Rheinkies, 18.06. Rückstellprobe, Bohrsand, also es sind verschiedene, das sieht aus wie ganz feiner Sand, aber irgendeine Probe, Gesteinsprobe ist das schon, von grob bis fein. So, und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Wir sind jetzt unterm Förderturm. Das heißt, da geht es gleich hoch. Hier soll auch irgendwo noch ein, kein Wagenumlauf, aber so ein eine Drehvorrichtung sein, wo die Loren aufgekippt worden sind. Aber das werden wir auch noch finden. Die alte Schachtel ist. Ja, das sind zumindest die Schienen. Eine Seilwinde. Kann durchaus sein. Zugang zu den elektrischen Schalteinrichtungen. Steuerhäuschen. Und hier. Zugeschüttet ist, richtig schön mit Beton. Dann die Kipperweise reinfahren lassen. Und da oben, da geht's hoch. Ups. Die ganze Zeit schon. Hier ist noch mal eine kleine Leitwarte. Vielleicht mal so. Oh, guck mal, als ob Licht an ist. Kleines Spülbecken. Und hier. Ganz versteckt. Die Treppe runter. Ups. So, was uns hier erwartet, eine Bank, viel Sand. Fette Heizung, ein Arbeitstisch, also eigentlich ist es jetzt ein kleiner Keller, wo man unter Stahlträgern ist in Rohren, die für Wasser gesorgt haben. Die wurden auch, konnten noch ein bisschen was repariert werden. Aber das war es dann auch. So. Und jetzt geht es einmal über diese Treppe nach oben. Hier steht extra, bitte Handlauf benutzen. Kann ich leider nicht machen. In der einen Hand die Kamera, in der anderen Hand was zu leuchten. Aber
Es wird ja gleich heller. Von daher können wir dann dem Rat befolgen. Wir befinden uns auf der Bühne 1. Und weiter geht's. Hier ist wieder ein kleines Häuschen, was hier gemacht worden ist. Ist auf jeden Fall laut hier gewesen. Das ist eine Schallschutzkammer. Ich denke mal, dass hier auf Schiebseite der ganze Öldruck kontrolliert und überwacht worden ist. Für die Fördertechnik oder für irgendwas anderes. Hier schon alles mit Bauzaun abgesichert, dass man also auch die Bauarbeiter nicht runterfahren können. Jetzt geht's weiter. Am laufenden Meter an irgendwelchen Sachen vorbei. Das ist ein altes Telefon, der Hörer fehlt. Notaus, verschiedene Steuermöglichkeiten. So, ich glaube, jetzt können wir die Lampe ausmachen. Und wir können den Handlauf benutzen. Hier sieht man nochmal schön da unten, wo der Drucksteuerraum war. Hier gehen die Leitungen hoch. Hier entlang. Da sind Schläuche gesetzt. Da geht ein festes Rohr weiter. Es geht praktisch nach da hinten hin. Entweder sind sie da abgeschnitten, aber wir können gleich von oben sehen, wie es weitergeht. So, und jetzt befinden wir uns so langsam auf der Freifläche. Die gehen übrigens da unten in der Ecke hinter dem Pfeiler. So, betreten des Dachs verboten, gehen wir auch nicht drauf. So, jetzt sehen wir da hinten. Da ist der Wagenumlauf drin. Jetzt werden wir gleich auch nochmal in den Augenschein nehmen. Ein wunderschöner Ausblick. Da oben ist sogar ein kleiner Motorsegler. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Treppen wir schon gelaufen sind. Ich leuchte mal hier runter durch die kleinen Stufen durch. Ist schon ein bisschen was.
So, und hier wird es jetzt ein bisschen, also hier haben wir was mit Dach. Wird ein bisschen niedrig, Kopf anziehen, dann sauen wir uns wieder den Kopf ein. Und rundherum den wunderschönen Blick. So, und ihr seht jetzt hier wunderschön den Schatten des Turms. Hier ist das, ja, das obere, die obere Verstrebung, sage ich jetzt mal. Die Stützen, die sind locker 1,50 Meter stark hier oben. Unten dünner, ja, 1,50 Meter sind das hier, wenn man das jetzt mal guckt. Das ist schon mächtig. Ja, hier unten sieht man nochmal die Schienen vom Wagenumlauf. Das ist nicht in der Halle, sondern außerhalb der Halle. Das heißt, sie sind hier rausgefahren, sehr wahrscheinlich mit einer Lok gezogen worden, einmal ums Gebäude rum. Da ging es dann rein, da wurde ausgekippt, verladen wahrscheinlich. Also dort hinten. Da. Und abtransportiert. Und weiter geht die Reise. Wir haben noch so einige Etagen vor uns. Sieht zwar aus, als ob wir fast oben wären. Ist aber nicht so. So, wir befinden uns jetzt hier direkt unter den Seilscheiben. Da liefen dann früher die Seile durch, die die Körper rauf und runter transportiert haben. Weiter hoch. Da drüben ist nochmal eine Seilscheibe. Quasi direkt daneben. Da ist richtig Mucke drauf. Aber das sind Scheiben, die haben Durchmesser von 4 Meter, schätze ich jetzt mal. Jetzt mal hier hochguckt. Hier unten. Und hier geht es dann nochmal weiter. Normalerweise noch mal ein Stückchen höher. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es machen soll, weil ganz oben auf der Spitze muss ich sagen, hier in der, im Hintergrund seht ihr die oberen Seilscheiben. Also ich stehe jetzt hier am unteren Ende, das heißt, die nächste Ebene ist ungefähr 3 Meter höher und dann geht sie wahrscheinlich noch mal 3 Meter höher. Wird sehr wahrscheinlich auf die letzte Ebene sein, kommt dort. Warum nicht? Und da sind wir tatsächlich ganz oben. Ja, Freunde, wie heißt es so schön?
Top. Es gibt nichts Geileres, als oben auf dem Zechenturm zu stehen. Ich übrigens das erste Mal, ich bin begeistert. Das ist alles so mächtig hier, wenn man ganz einfach da hochguckt. Das ist das Ende des Förderturms. Hier steckt knapp darunter diese mächtigen Lager. Die sind im Durchmesser 80 cm. Das musste alles gewartet werden, teilweise ausgetauscht werden. Überhaupt diese Dinger hier oben hochzukriegen, die Salzscheiben, das ist schon eine Kunst gewesen. Na gut, wir waren jetzt hier. Wir werden jetzt wieder runtergehen. Und da vorne, das Gebäude, was man da sieht, ist der Wagenumlauf nicht, da ist die Wagenkippvorrichtung, Verladung etc. Da werden wir jetzt hingehen, bis nachher. Also den Eindruck will ich euch nochmal gönnen hier, wenn man hier die Treppe runter geht. Kommen wir hier an den Salzscheiben vorbei. Die Sonne geht so langsam unter. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal zum Wagenumlauf. Da läuft eine Familie rum. Vater, Mutter, Kind, meine Tochter und Hund. Die schauen sich mal irgendwie ein bisschen auf dem Gelände um. Ich weiß nicht, wo die reingekommen sind. Aber die machen verbotene Sachen. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, wir müssen die Polizei rufen. Nein, Spaß beiseite. Wir haben ab und zu mal hier hochgeguckt. Immer schön stehen bleiben, wenn irgendwie sowas ist. Dann kann man einen, ich sag mal, Gegenstand, der sich nicht bewegt, schlechter ausmachen als einen, der sich bewegt. Von daher, was dazugehört. Nein, wenn, dann kommen die da rum. Wir sind jetzt hinter dem Gebäude. Wir gehen sogar da unten wieder raus. Freunde, da ist der Turm. Da müssen wir gleich nochmal ein schönes Foto machen. Das machen wir von da vorne. Hier ist die Verladung, wo wir jetzt durchlaufen. Ich sag jetzt mal, dass hier, das wird keine Waage sein, das wird, da ist alles, was runtergefallen ist, durchgefallen. Ja, und hier oben sind die Trichter, die hydraulisch sehr wahrscheinlich auf und zu gemacht worden sind. Genau, da vorne, da sieht man, ich sag mal, im Endeffekt das Förderband und dann ist das praktisch hier runtergelaufen. Ja, gleichzeitig die Waage, 0 Tonnen. Ich wiege nichts, Tonne ist außer Betrieb. Die Waage natürlich. So, die Verladung einmal rückwärts. Oberhalb des, der Verladung ist jetzt dieses Förderband, was hier runterführt, führt in diese Halle rein. Das ist der ganze Komplex. Die Schienen, die führen um das Gebäude drumherum. Und dann laufen die im Endeffekt hier entlang. Einmal an der Halle vorbei, natürlich. Und einmal hier rein. Und da drin, da wird sehr wahrscheinlich die Kippvorrichtung sein. Gehen wir mal rein. Es ist jetzt nicht so spektakulär wie in Westerholte. Dieses Gebäude mit Wagenumlauf. Hier ist es halt nur eine Kippvorrichtung. Aber im Endeffekt das gleiche Prinzip. Halt für eine Lore.
den Wagenumlauf herum. Das ist kein Wagenumlauf, das ist die Kippvorrichtung, nicht nur den Wagenumlauf. Dass man runter kann oder was? Dass man runter kann. Ja, lass mal so. Reingeführt worden. Hier ist nochmal ein kleines Stellpult oder Steuerpult. Da steckt sogar noch der, ja gut, der Schlüssel steckt, aber man kriegt ihn nicht mehr raus. Ja, und das ist dann halt die Rückseite, Vorderseite, wie man es jetzt nimmt. Wie rum die Wagen gelaufen sind. Ich gehe mal davon aus, von hinten rein und hier durch, weil da sind diese Bremsschuhe. Puh, kann auch andersrum gewesen sein. Obwohl, da ist einer, das ist wie so eine Art Puffer. Also ist meine Annahme anscheinend richtig. So, jetzt sind wir eigentlich durch. Wir gehen jetzt mal noch mal kurz übers Gelände. Eigentlich daher, wo wir gerade schon mal oder ganz zu Anfang gekommen sind. Schon mal vorne in ein Gebäude, wo wir dann noch reinkommen. Ansonsten ist hier, glaube ich, soweit alles gesehen. Könnte natürlich jetzt noch, ich weiß gar nicht, da sind wir gar nicht hochgegangen, da wo praktisch die Salzscheiben reinlaufen. Da müssten eigentlich noch die großen Aggregate sein. Ich glaube, da gehen wir noch mal hin. Dennis. So, wir sind jetzt wieder raus. Also wir haben gerade festgestellt, die Salzscheiben, die laufen natürlich in dieses Gebäude rein. Da waren wir nicht drin. Das heißt, da drin stehen die Generatoren, bevor da reinkommen. Werden wir jetzt mal testen. Ansonsten haben wir hier noch, ja, ich sag mal, Technikräume. Da hinten ist eine Filteranlage. Die Sonne ist jetzt mittlerweile untergegangen. Wir gehen jetzt mal hier um das eine Gebäude drumherum und schauen, ob wir nicht doch irgendwie was finden. Aber so wie es aussieht, werden wir nichts finden. Dafür mal einen spektakulären Blick nach oben. Ja, okay, dann machen wir jetzt einen kleinen Abspann. Also wir kommen nicht rein. Wir haben zwar ein Gitter da vorne gefunden. Haben wir mal reingeleuchtet, da wären wir reingekommen, aber das ist natürlich auch verschweißt. Von daher. Ja, bleibt uns der Weg erstmal verschlossen. Vielleicht kommen wir irgendwann wieder und dann ist es offen. Ich sag jetzt mal, schönen Abend euch. Ich hoffe, euch gefällt der Film. Gebt mir ein Like und ein Abo, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, ruhig mal in die Kommentare schreiben, was euch nicht gefällt. Aber ich versuche es ja immer besser zu machen. Jeder fängt mal klein an. Okay, bis dann. Ciao.